Das ist leibend, das finde ich gut. Also ich habe jetzt ein Problem, seit das Rauchverbot ist, überall wo ich auftrete, immer die Hosen. Das habe ich früher nie gehabt, heute ist das weg. Das ist das ganz lang. Nein, das bringt ja eh, glaube ich, nichts. Bitte, weil jetzt auf die Zigaretten draufsteht, kann tödlich sein oder kann Krebs erregen oder kann impotent machen. Was denkt sie da Hessens, wenn sie gerne anrauchen? Da wird so eine rauchen oder eine Ruhe von der Halten. Es ist, manches Mal passieren schon Dinge, wo man sagt, naja, war gut, dass wir es gemacht haben. Da geht einmal einer drauf hin, kauft sich ein paar Zigaretten, steckt Zeit, zahlt, geht raus, wie das draußen rausnimmt, steht drauf, kann impotent machen. Geht er zurück, sagt er zu der Verkäuferin, kann sie fragen, können Sie mir das umtauschen auf ein Krebspackel? Die Gesundheitsministerin, die war dreimal geschieden, ja. Ja, eine Gesundheitsministerin, ja, die war zu brat. Jetzt haben wir einen Verteidigungsminister. Die hat noch nie ein Gewehr gesehen. Eine Verkehrsministerin haben wir, die hat noch nie einen Verkehr gehabt. Yeah. Also das ist. Haben sie noch mit ihrer Gattin oder haben sie Freunde mit? Oder da mit ihren Eltern, sie, du warst doch unser Lieb. Bringt uns was zum Bauen, bringt uns was zum Trinken, dann von einer Museum, da uns das wird, wer mal gern steigt das Barometer. Bitte sind wir netter, das war der Opa, sag die Oma, es wird der Vierer drin. Dann, jo, dann sind unsere Alten nimmer mehr zu halten. Dann, jo, dann, ich hätt die Rechte, gebt die Rechte, hab ich leider gar nicht, ja. Scheiße, ich habe mir das gar nicht angeschaut. Ich bin klein Urlaub angerissen. Ich meine, ich bin was? Du kannst dir einen Urlaub leisten? Leisten nicht, aber ich bin gefahren. So. Aber weißt du? Erst, ich war heuer mit meiner Freundin Griechenland. Wolltest du nicht aufrecht gehen oder was?